Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier auf der Karte noch für die Marschsaison 2.9. Ja, ich sehe gerade hier fehlt der LKW. Aber mir fällt gerade so ein, wir hatten ja eine Lieferung, glaube Toilettenpapier, alles täuscht. Zum Aldi gefahren. Ja, springen die, gibt's doch gar nicht. Das ist schlecht. Dann springen wir halt im LKW rein, ne? Oder dahin? Geht auch nicht. Suchen. Geht auch nicht. Gibt's doch gar nicht. Gut, wenn man durchtappen, wenn es klappt. Ja, mal. Ist er irgendwo, wo es nicht weitergeht? Vielleicht klappt es von hier aus. Gut, dass es klappt. Oder war der beim. Ach, der war beim. Verkehrt, nicht beim Aldi. Beim Lidl waren wir gewesen. Lidl. Das Getreidehandel. Lidl. Da ist der LKW. Denn den brauche ich. Den brauche ich, dann mache ich eine Lieferung Hopfen zur Brauerei. Wir haben was da. Brauchen nur einen Anhänger. Gucken, wie ich fahren muss. Aber geradeaus geht. Nicht erschrecken, die eine auf. Ne, hier ist die Aufwart nicht gemacht worden. Oder habe ich die hier ein bisschen bearbeitet? Drüben ist gemacht. Ich habe drüben gemacht. Der eine kommt nicht hoch. Der eine Traktor, der bleibt bei der Kante mal hängen. Da habe ich ein bisschen bearbeitet, ein bisschen höher geholt. Ist nicht so ganz so einfach bei der Straße. Gibt Bereiche, da mag das nicht so recht klappen. Wahrscheinlich, weil dann andere Gebäude oder so sind. Ne? Was hier? Ja, hier. Nicht ganz so einfach, aber es funktioniert. Und spätestens dann, wenn wir hier nachher die Ernte fahren, müssen diese Traktoren da rüberkommen. Ne? Wenn ich ernte nur mit Traktoren, nicht mit LKWs. LKWs nutze ich höchstens selber. Haben wir eine Halle Platz? Haben wir. Stimmt. Ja. Platz. Rechten Auge kann Platz sehen. Da nicht. Da nicht. Nächste. Mal schauen, ob der Eye-Tracking mit 22 gut funktioniert. Hier klappt das nicht so gut. Keine Ahnung warum. Ist so. So. Abhängen. Normalerweise mal aufsteigen, Kabel aufstecken und so, ne? Wisst ja, das klappt nicht so. In dem Sinne, aber wie gesagt, ist ja auch ein Simulator, ne? Und kein Realspiel, ne? Aber ich will es so real wie möglich gestalten. Ja, für die Ernte, wenn wir noch Stunden Anhänger kaufen müssen. Ich weiß nicht, wie viele ich verloren habe. Hier am Anhänger, aber hundertprozentig einige durch den Wechsel am Rechner. Da der kaputt war, der jetzt aktuell spiele. Brauerei. Ja, ob ich einen Pellet verkaufen werde. Ich weiß es nicht. Versuchen kann man es ja mal, ne? So. Ja, wir haben ja einiges zu verkaufen. Verwerten. Erstmal Hopfen. Auch Zuckerrüben. Ja, genau. Schweinefutter. Die brauchen wir auch noch, ne? Das ist ja ganz wichtig. Schweinefutter, Hopfen, das können wir noch verwerten. Denn das wird bald alle sein und dann geht die Produktion zu Ende. Und dann müssen wir sehen, was wir kaufen. An Bier. Ob dabei der Preis passt. Ne?
Aber wenn die Lager voll sind, Zwischenlager habe ich nicht. Weil ich das persönlich. Ja, ist der Aufwand zu hoch. Man muss extra fahren, ne? Einlagern, wieder rausholen. Ja, das könnte man machen, theoretisch, aber wie gesagt, mir rennt die Zeit ja weg, allgemein, ne? Dann überlege ich, ob ich die Ernte direkt verkaufen werde. Also am besten der zahlt, ne? Und muss ich sehen, weil im Prinzip schwierig, weil im Prinzip die Produktion braucht eine Zeit. Wie gesagt, Sommer ist 6 Tage. 6 Tage ernten, das sind ungefähr 6 Wochen. Und dann bleibt nicht viel, ne? Kann man den Rest noch verkaufen, was man im Lager hat. Und dann, ja, dann war es das halt, ne? Im Großen und Ganzen. Und da haben wir noch ein Jahr dazu gekriegt, geschenkt, kann man sagen. Ich betone mal, das ist 3 Jahre ist ein guter Zeitraum, wo ich sagen würde, nicht wegen Spiel kaufen. Das ist nicht das Problem. Spiel kaufen, das lohnt sich schon auch nach 2 Jahren, ne? Nur die ganzen Erweiterungen, Mods, die gekommen sind, wir reden mal nicht von DLC, sondern von Mods, die das Spiel stark bereichert haben, die kann man so besser ausnutzen, ne? Angefangen von Seasons, was auch ein bisschen Realismus reingebracht hat, also ist ja nicht nur Wetter und so, Realismus, Autodrive, Crossplay, das ist ja im Grunde jetzt nach einem Jahr ich sag mal fertig, ne? Also richtig fertig. Vorher war es ja immer noch Beta und so. Es hat immer gut funktioniert bei mir, so im Großen und Ganzen. Nichts, was mit einer weiteren Version behoben werden konnte, wenn mal was nicht klappte. Aber wie gesagt, es ist, im Großen und Ganzen ist es seit dem Herbst gut spielbar, also diese Erweiterung, ne? Ohne Probleme. Also die hat schon vorher wenig gehabt. Ja. Wir kaufen Hopfen und dann können wir sehen, ja, später. Ja, Bier verkaufen wurde, ne? Was haben wir, steht hier? An der LKW. Der eine Anhänger kann, glaube ich, keine Ballen aufsammeln. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht die innere. So, Alarm ab. Dann gehen wir auf den zweiten Anhänger auf. Den Alarm auch gleich ab. Sollte man noch gut produzieren können, ne? Also wie gesagt, Bier sollte man dabei laufen. Ich muss nur gleich mal die erste Ladung verkaufen. Sonst ist ja bald wieder voll, ne? War halt zu viel so halt, ne? Also Produktion, die arbeiten schon. Wenn man mit 5 spielt, ist Hoxhock voll, ne? Also. Aber da ich ja mit der Ernte eigentlich beginnen möchte, deswegen auch mit 5. Ja, meine Bäume. Gut, das machen wir dann 22er. Ja, wenn ich die Marsch nehmen würde, ich meine, im Grunde, ich mache es ja in erster Linie für mich, ne? Also von daher. Ich weiß, Castor macht ja eine weitere Karte mit Thüringen. Aber optisch gesehen eine andere Karte. Also nicht, was jetzt aktuell läuft. Also eine andere Feldaufteilung, im Grunde eine andere Region, ne? Ja, also im Großen und Ganzen. Ja, da fährt der andere hier mit Mist. Und er fängt ja mit der Vierfach an, also von daher wird er nicht gleich sofort einsteigen. Er braucht schon eine Weile, weiß nicht genau.
meine Frage der, wie läuft mit der Arbeit, ne? Ich hoffe ja für jeden das Beste, dass jeder arbeiten kann. Wer möchte. Gut, wer nicht möchte, sei ich ihnen freigestellt, ne? Also ich persönlich möchte die Arbeit nicht missen, sag mal so. Hatte ich auch schon mal meinen Kollegen gesagt. Es gibt, ja, mit ist, also Arbeit an sich, das Aufstehen und so hin und her fahren, ist schon blöd. Aber das trotzdem, die Arbeit gut ist. Auch gut bezahlt. Also nicht so, dass ich da jetzt sagen kann, dass ich hier unzufrieden wäre. Also da kann ich nicht meckern. Die Straße ist frei, ne? Ja. So. Dann wollte ich Bier verkaufen. Das ist ein anderer LKW, der ist ja vor Ort. Bäcker. Bäcker wollte ich auch noch bauen. Ja, ob ich es mache, ich muss ehrlich sagen, weiß ich aktuell nicht. Ist ja halt so, ne? Also, das macht ja auch im Grunde keinen Sinn. Wir haben ja, wir haben zwar Getreide da, wir können Mehl herstellen, aber ja, im besten Fall normales Brot, ne? So, mal aufladen. Auf hier. Mal gucken, ne? Kann sein, dass alles eingestellt ist. So, lass mal stehen. Dann lädt der automatisch auf. Damit auch so einsteigen wieder. Aussteigen meine ich. Wenn wir den Brauer nämlich leer kriegen, soweit wie möglich, dass wir da ein bisschen Puffer haben zur Reserve, zum, dass wir da dann könnte ich noch Dings herfahren. Gerste bei Gelegenheit. Automatisch. Und anscheinend auch Weizen. Also haben wir hier rausgenommen die Hälfte ungefähr an Bier, bisschen mehr wie die Hälfte, bisschen weniger wie die Hälfte, bisschen mehr wie die Hälfte. Also könnte man theoretisch noch locker zwei LKWs, also hier auf einen auf jeden Fall noch, und dann ja, guck mal einen Preis rein. Ja, speichern ist wichtig. So, Hopfen nicht, Bier. Ja, wir haben so viele Früchte, ich habe es noch nicht genutzt, ne? Ich habe es nicht geschafft. So, Bier, oh, 2-3. Das lohnt sich. So, noch an, ne? Jetzt. Haha, hat er gespeichert, der Bursche. So, mal sehen, hat da keinen Gegenverkehr? Ja. Rückwärts. Bisschen mehr nach rechts schwenken, ne? Ja, dass auch Schaltung gehen soll ab 22er. Ich sag mal ganz vorsichtig, wenn ich meinen anderen Stuhl wieder hergerichtet habe, dass er wieder funktioniert. Also da muss ich eine Schweißnaht ziehen. Wie habe ich das hingekriegt? Zaun entfernen würde ich jetzt mal nicht riskieren. Nehmen wir Bergungsassistenten, ne? Ups.
werden geschubst. Schauen wir mal, wie er hinkommt. Oh, meine schöne Frucht. Ja. Wie ungeschickt von mir. Ja, gut. Ja, jetzt geht's. Bisschen Schaden. Ja, ein bisschen. Gut, das sind Sonnenblumen, ne? Da stellt sich auch die Frage, na gut, Herbst ernten, ne? Im Sommer wollte ich ja Getreide ernten und im Herbst halt Mais. Ach, deswegen, weil ich X gemacht habe. Wegen der Klappen. Hier geht Plan auch zu. Beladen noch, ja. Ja gut, wir haben auch Herbstarbeit, ne? Also so ist das nicht. Also Tag 1 und Tag 2, dann wären es theoretisch 8 Wochen. Also. Ja, das ist halt so. Irgendwann ist zu Ende, ne? Klar könnte ich hier noch weiterspielen. Aber wenn ich in 22 angefangen habe, werde ich dafür kaum Zeit haben. Leider. Leider ist das so. Deswegen kann man sagen, okay, man könnte ja die Marsch schon mal spielen oder so, aber noch nicht alles geschafft haben. Ne? Ich meine, ist schon für alleine heftig. Ne? Also, das sind pro Woche 7 Folgen. Ein Livestream ist schwierig zu machen. Für mich persönlich wegen der Schichtarbeit. Da werde ich theoretisch Freitagabend Livestream mache. Ja, dann verschenke ich mehrere Stunden für Aufnahmen, ne? Also Bearbeitungszeit. Deswegen ist das schwierig einzuplanen. Denn wenn ich bis 11 Uhr dann Livestream machen würde, theoretisch, ja, dann müsste ich am Sonntag entsprechend die Folgen aufnehmen. Dann würde aber die Folgen mit meinen... Ne, die Folgen nicht. Das Spiel mit Justin halt dann ausfallen müssen. Will ich eigentlich auch nicht machen. Mal sehen, was mit Icarus klappt. Wenn die Folgen jetzt kommen, dann habe ich auch Icarus vielleicht schon aufgenommen. Ist ja nur am Wochenende mehr, diese Beta-Version. Edeka ist die Ecke da hinten. Mal gucken, mal außen an sich machen. So, das Edeka. Da muss ich mal kurz reinfinden, wie es überhaupt funktioniert. Ansonsten, das ist auf der anderen Seite, ne? Vorne. Ja, dann mal gucken, ne? Wie das klappt. Weil ich auch Samstag noch ein bisschen was hochladen möchte. Weil Video, YouTube braucht ja eine Weile zum Bearbeiten. Das Ganze wird Sonntag knapp. Das ist auf der möglichen HD- oder 2K-Qualität halt dann da ist, ne? So, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Also, tschüss, ciao. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, danke fürs Reinschauen. Morgen geht es hier weiter und dann werden wir mal die Fässer verkaufen. Tschüss.